Für mich persönlich wird eine ganz wesentliche Frage der Gesellschaft, und Karlsruhe ist ein Teil der Gesellschaft, weder eine Insel der Glückseligen noch ein Hort des Grauens, sondern ganz normal in der Gesellschaft verankert. Und die Frage unserer zukünftigen Gestaltung des Alterns, der Umgang und die Definition von Seniorinnen und Senioren, das ist angesichts der demografischen Wandels sehr wesentlich. Ab wann kann man denn mittlerweile den Begriff Senior wirklich anbringen? Nun, das kommt darauf an, wen man damit provozieren möchte. Es ist sicherlich sinnvoll, sich ab ungefähr Mitte 50 mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne dass ich damit sagen möchte, das sind schon Seniorinnen und Senioren. Der Übergang ist gleitend und ist ganz interessant. Seniorinnen und Senioren fühlen sich im Schnitt 13 Jahre jünger. Insofern sollte man sich auch sollte man vorsichtig damit umzugehen, jemanden auch so zu bezeichnen, dass sich vielleicht noch gar nicht so versteht. Statistisch nimmt man die 60 oder die 65, und dann gibt es noch mal eine wesentliche Grenze bei 85.